was Sie haben. Ein was? Danke, danke, danke. Und dann sehen wir uns gleich. Und dann sehen wir uns zum Abendessen. Ich bin gerade auf dem Weg, denn ich werde heute 24 Stunden lang nur das teuerste von der Karte essen. Und glaub mir, ich habe Angst vor diesem Tag. Oh mein Gott, was erwartet mich heute? Wir sind jetzt auf dem Weg zum Burger King, zum Frühstück. Ich bin so gespannt. Übrigens habe ich gestern das Video andersrum gedreht. Also ich habe gestern das günstigste von der ganzen Karte gegessen. Leute, das war so krass. Wer es noch nicht gesehen hat, ich verlinke es euch hier. Schaut es euch unbedingt an. Das war so, so krass. Ich war einfach komplett überrascht. Ich bin jetzt zu McDonald's gefahren, weil nichts offen hat. Nicht mal Subway. Alles hat irgendwie zu. Richtig komisch. Aber jetzt sind wir bei McDonald's. Mal gucken. Morgen, einmal Ihre Bestellung bitte. Morgen, haben Sie noch Frühstück? Ja. Ich möchte gerne ein teuerstes Frühstück, was Sie haben. Ein was? Das teuerste? Das teuerste. Wir haben nur Muffin Fresh Chicken, Muffin Bacon Egg und Muffin Avocado. Und das teuer wird jetzt auf die große Getränk nehmen im Menü oder kleines Getränk. Was anderes haben wir nicht. Ein Avocado bitte. Gerne. Und frag mal, ohne Menü, warte, ich sag. Verstehen Sie mich? Ja, kann ich das auch nicht im Menü nehmen? Also irgendwie so ein Kaffee oder so? Ja, können Sie auch. Was ist denn da das teuerste, was Sie haben? Also wenn Sie einen mittleren Kaffee nehmen, würde das 3,99 kosten. Wenn das, mittlere 3,59, große Kaffee oder Cappuccino 3,99. Okay, dann nehme ich den großen Cappuccino bitte. Mit dem Avocado oder wie? Ja, genau. Ja. Okay, gerne einmal zum zweiten Fenster. Weird. Hallo. Hallo. Haben Sie nicht so zum Beispiel so Vanille-Shots oder so, die man noch reinmachen kann? Dann nehme ich Karamell. Mhm. Danke. Danke ebenso. Tschüss. Das war mega lustig. Die war so voll verwirrt, weil wir sowas Komisches gefragt haben. Ich glaube, es passiert auch einfach nie. Und ja, jedenfalls bin ich auch mega happy, weil ich habe heute das Avocado Egg Muffin oder wie das heißt. Das wollte ich gestern ja so gerne haben, aber die hatten das nicht mehr. Ich glaube auch generell, jetzt wegen den ganzen Maßnahmen und so, haben die generell nicht so viel, weil gestern bei den McDonald's, das war ein anderer und die hatten beide eigentlich nur diese McMuffins. Aber ja, das ist mega cool, ich freue mich richtig doll. Und als Getränk habe ich einen großen Cappuccino mit Karamellsirup drin. Das habe ich jetzt gerade nochmal extra gefragt. So, Leute. Oh mein Gott, wie geil, dass sie einfach Avocado haben. Ich raste aus. Yes. Hä? Wo ist die Avocado? Hä? Guck mal, da ist gar keine Avocado drin. Ah, okay. Da ist so ein bisschen Guacamole. Ich dachte, da ist jetzt eine ganze Avocado drauf. Und hier ist mein Egg drauf. Ich zeige euch das Ganze mal. Oh Leute, das sieht so lecker aus und das ist so warm. Ich könnte ausrasten. Oh mein Gott, yummy. Probiere ich jetzt zum ersten Mal. Let's go. Lecker. Irgendwie steht es hier nicht, wie viel das einzeln gekostet. Auf jeden Fall zusammen nur 4,49 Euro gekostet. Gestern war das Ganze um einiges günstiger. Aber ich finde auch 4,49 Euro auf jeden Fall sehr, sehr machbar. Und jetzt probieren wir mal den Cappuccino mit Karamellsirup. Oh, einfach nur so geil, Leute. Mega, mega, mega lecker. Auf jeden Fall viel leckerer als das gestern. Oh, das schmeckt so gut. Oho! So ein geiles Frühstück, ey, Leute. Ich könnte ausrasten. Lecker. Mega geil, oder? Bisher ein mega geiler Tag. Moinsen! Moinsen! Cristiano ist jetzt dabei und wir werden jetzt Mittagessen und zwar bei Subway. Yes. Und übrigens weißt du gar nicht, was das Video überhaupt ist. Nee. Ich hab's dir gar nicht gesagt. Ich weiß nicht. Und zwar werde ich heute 24 Stunden, also ich habe natürlich schon angefangen, nur das teuerste auf der ganzen Karte essen. Was war bei Burger King? Bei Burger King waren wir heute nicht, wir wollten eigentlich. Ach so. Aber wir sind jetzt auf jeden Fall bei Subway. Wir holen jetzt einfach das teuerste, was es bei Subway Lass gibt. Lass mal schätzen. Boah, ich denke, wir werden mit Nachtisch
Du hast gesagt, du hast nicht so viel Hunger, ne? Nee. Das haben wir heute schon Mittag gegessen. Maggis! Was schätzt ihr? Schreibt mal in die Kommentare, was ihr schätzt. Was schätzt du? Ich denke, mit Nachtisch, ne? Ja. Ein Sub mit Nachtisch. Ich würde sagen 10 Euro. Nein. Also ich denke 18,20 Euro. Okay, mal schauen, was wir so bezahlen werden. Let's go. Pussy. Wir machen gerade so eine Challenge. Und zwar, also wir essen so einen Tag lang nur das Teuerste, was wir sitzen haben. Und deswegen wollen wir fragen, ob sie wissen, ja, was das Teuerste ist, was sie hier. Wir sind zu Hause und wir haben einmal, möchtest du sagen, was du dir ausgesucht hast? Plus Tee mit Pfirsichgeschmack. Das hat 1,99 Euro gekostet. Die Getränke waren übrigens alle gleich teuer. Dann haben wir einen, auf jeden Fall einen sehr großen Saft. Und zwar, da drauf haben wir einmal Spicy Vegan, also dieser vegane Patty, den habe ich noch nie probiert. Dazu haben wir zweimal Käse, also doppelt Käse, nice. Der Mitarbeiter war echt kreativ und hat uns da was zusammengewürfelt. Mal gucken, wie das schmecken wird. Dann haben wir dazu noch Guacamole. Feta, Parmesan und dann haben wir nochmal 3 Cookies. Die werden wir auch gleich essen. Die Cookies haben zusammen 2,39 Euro gekostet und insgesamt haben wir für alles 15,71 Euro bezahlt. Und Christiane hat dann immer recht gehabt. Ich hatte 18,20 Euro, glaube ich. Irgendwie sowas hast du gesagt. 17 und 18 Euro. Das sah mega geil aus, wie der das zubereitet hat. Let's go! Wir haben übrigens auch noch Joghurtsoße genommen, hat Christian sich ausgesucht. Ich habe an Gemüse eigentlich alles genommen, außer Jalapenos. Wir haben auch ein bisschen Oliven, also es sieht sehr lecker aus. Oh mein Gott, Leute, da ist einfach Guacamole drauf. Ich liebe Guacamole. Das sieht so lecker aus, Leute. Oh. Erstmal ein Stück trinken. Willst du noch ein bisschen? Das ist noch wenig. Bisschen noch. Dann müssen wir das teilen, ja? Ich danke. Danke, danke, danke. Ich finde, ohne Witz, das war so geil. Besonders geil fand ich den Feta-Käse. Ich bin generell nicht so der Typ, der immer so ganz, ganz viele Extras drauf macht. Ja, so Extra-Sachen kosten halt immer mehr, aber irgendwie war das schon echt geil. Also vielleicht sollte ich öfter mal so die 60 Cent mehr zahlen und dann halt irgendwie so ein richtig geiles Extra bekommen. Das macht echt alles nochmal ganz anders und es schmeckt richtig, richtig lecker. Ich esse gleich meine Hälfte auf jeden Fall noch drauf. Aber wir wollen davor noch kurz die Cookies testen. Wir haben hier einmal so ein Schokoladen-Smarties-mäßigen. Dann haben wir hier einmal ein, der sieht mega geil aus, mit so Himbeere und weißer Schokolade oder so. Und das ist Himbeere? Der sieht irgendwie so aus. Das ist, glaube ich, White Chocolate Testing. Ja, das ist der weiße, Leute. Schau, das ist geil, ne? Oh Gott, das ist so lecker. Ich hole mich mal den nächsten, weil ich habe voll Bock. Geil, ich finde den Weißen auch geil. Ich habe früher so viel Subway Cookies gegessen, dass ich dann teilweise nicht mehr essen konnte, weil ich habe die sowas von gesuchtet. Und jetzt habe ich die länger nicht mehr gegessen und es ist einfach so geil. Ich dachte erstmal so, sollen wir 12 nehmen? Und jetzt bereue ich das. Ich glaube, mein Favorit ist, also ich habe keinen Favorit, die sind alle so lecker. Ich bin echt ein geiler als den anderen. Und du? Ja, White Chocolate. Ist immer, egal was. Okay, wir setzen uns jetzt aufs Sofa, genießen dieses mega geile Essen. Das schmeckt so intensiv und du hast so, man hat bei dem Sub so ganz viele verschiedene Geschmäcker und immer schmeckt es irgendwie anders. Oh mein Gott. Und dann sehen wir uns gleich. Und dann sehen wir uns zum Abendessen später. So Leute, es ist mittlerweile richtig, richtig dunkel geworden. Typisch Winter. Und es ist jetzt einige Zeit später und ich habe wieder richtig doll Hunger. Ich bin jetzt vor L'Osteria. Und ich bin so gespannt, weil ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht auch ein Nudelgericht das teuerste sein könnte. Ich hätte richtig Bock auf irgendwie so Gambas oder so. Oh mein Gott, das wäre so lecker. Mal schauen, was das Ganze so bringt. Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Manchmal konnte ich mir so denken, okay, das könnte es werden. Aber heute, ich weiß gar nicht, was auf mich zukommt. Ich habe mega Hunger. Ich freue mich so drauf. Und deswegen, let's go. Ich bin zu Hause. Der Karton ist mal wieder unnormal groß. Ich habe sie bisher noch nicht aufgemacht. Und ich bin so gespannt, wie das aussehen wird. Oh mein Gott, Leute, das sieht so lecker aus. Ihr seht richtig, ich habe zwei verschiedene Sorten bestellt. Einmal das teuerste, das ist das hier. Und zwar hieß es irgendwie so Caesar irgendwas. Und da sind Hähnchenstückchen drauf, die werde ich natürlich nicht essen. Aber ich dachte, ich bestelle sie trotzdem mit, weil meine Eltern freuen sich über sowas. Und sonst ist hier so Salat drauf und ein Caesar-Dressing und Parmesan. Und auf der anderen ist Gambas. Das weiß nicht, das zweiteuerste, aber da war so viel mit Fleisch, dass ich dachte, ich nehme mal das allerteuerste, um zu gucken, wie das so ist. Natürlich esse ich das Fleisch nicht. Und dann nehme ich eins, was ich auch wirklich essen will, und zwar mit Garnelen. Das sind einfach irgendwie Garnelen und irgendwie Tomaten und ich kann nicht weiter reden, Leute. Ich muss jetzt essen. Ich
kann nicht mehr. Let's go. Das schmeckt so mega lecker. Ich habe noch nie eine Pizza mit Garnelen gehabt und ich hätte sie auch eigentlich nie wirklich bestellt. Aber es ist mega lecker. Und jetzt probiere ich mal das andere. Was mir gerade erst aufgefallen ist beim Essen. Da ist gar keine Tomatensauce drauf. Ich finde es mega interessant. Da ist mir einfach so eine weiße Soße oder so Käse. Oh nein, ist alles runtergefallen. Diese Caesar Salad Pizza sieht halt irgendwie mega lustig aus. Sieht wirklich aus, als wäre so ein Salat drauf. Oh mein Gott. Das ist mega krass. Das ist was komplett anderes. Irgendwie wie Salat. Gemischt mit Pizza. Mega, mega, mega interessant. Das sind echte Sachen, die ich mir niemals bestellt. Oh Leute, ich bin fertig mit meiner Pizza. Es war so lecker. Und ich bin ehrlich gesagt schon ziemlich voll. Aber ich habe noch einen Nachtisch bekommen. Es gab zwei Sachen zur Auswahl. Und zwar einmal Panna Cotta und Tiramisu. Tiramisu war ein bisschen teurer. Ich freue mich. Ich hatte auch in meinem ganzen Leben richtig selten erst. Also richtig selten erst. Oh, Tiramisu und. Ich freue mich schön, dass aus ihm noch sogar eine kleine Erdbeere drauf. Ich freue mich so, oh mein Gott. Ich freue mich wirklich richtig, richtig doll. Let's do this. Guck mal, wie cremig das aussieht. So lecker. Das ist so lecker, Leute. Was soll ich dir mit Tiramisu? Nee, ohne. Ich wünsche mir, da wären noch mehr Erdbeeren drauf. Das hat übrigens 5,40 Euro oder so ungefähr gekostet. Und ich finde die Portion mega. Das ist echt groß und ich glaube, davon wird man auch richtig satt. Das gönne ich mir jetzt auch noch. Wenn ihr das Video cool fandet, dann vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben da zu lassen und meinen Kanal zu abonnieren. Das Ganze könnt ihr ganz einfach unter diesem Video machen, auf dem roten Abonnieren-Button und ihr verpasst gar nichts mehr auf diesem Kanal. Schreibt mal unbedingt in die Kommentare, was euer Lieblingsrestaurant ist und was ihr da am liebsten bestellt. Muss ich unbedingt alles mal ausprobieren, was ihr mir da schreibt. Hier und hier findet ihr noch zwei weitere Videos von mir, die ihr euch unbedingt mal angucken müsst. Die sind so krass geworden. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.